Im heutigen Xenoverse 2 Video schauen wir uns Parallel Quest 135 an. Rhi Brienne, Verteidigerin von Liebe und Gerechtigkeit, in der wir Rosis Kapuze und Brille, Rosis Kleidung uns holen können. Das sieht bei mir nicht super Seele und lieblicher Zyklon. Und was wäre passender, als das Ganze auch mit dem neuen Charakter Rhi Brienne zu machen? Moin moin Leute, mein Name ist Rhi Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Xenoverse 2 Video. Und ja, wir sind heute mit Rhi Brienne unterwegs, einer der neuen Charaktere. Ich habe mir gedacht, weil es so passend ist, nehmen wir noch die andere Frau vom Tournament of Power, und zwar Kefla. Und eigentlich C18 mit, aber wir haben hier noch keine DB Super Version, deswegen habe ich C17 mit dabei. Ist einfach meine Frau hier. Stellt euch vor, er ist blond. So, also wir müssen jetzt hier ein bisschen kämpfen und ich habe mit Rhi Brienne noch nicht wirklich gespielt. Das heißt, wir gucken uns an, was sie so drauf hat. Und als erstes versuchen wir natürlich erst, holen wir dich mal raus. So, Rhi Brienne, Ryan Gab 07, was auch immer das ist. So, dich holen wir mal rein. Ja, yep, wiederbelebt. Das hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen, aber egal. Jetzt gehen wir mal auf Freezer los. Das ist die Vier-Kombo von Rhi Brienne. Nein, ist es nicht, denn er ist ausgewichen. So, das ist die Vier-Kombo mit ein paar Drehern. Und am Ende macht sie auch noch etwas. Ach, die Combo erhöht ihre Werte. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt machen wir mal die Dreier-Combo. Die habe ich, glaube ich, schon einmal kurz gesehen. Ja, das ist nämlich so eine, ich gehe die ganze Zeit weg. Combo. Natürlich trifft er mich jetzt. Oh mein Gott. Freezer? Freezer, bleib mal stehen. Das ist nämlich so eine von diesen beschissenen Combos, wo sie immer wieder zurückgeht. Und am Ende lädt sie das Ganze noch ein bisschen mehr auf. Okay, also Rhi Brienne scheint schon mal ein nicht ganz normaler Charakter zu sein. Das habe ich mir aber schon gemerkt. Also Formation, ihr Dreieck-Skill ist auch ein Buff. Der aussieht einiges bei ihr bufft, aber ich kann nicht genau sehen, was. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, was es ist. Und dann nochmal gebufft. Ich finde es aber cool, dass sie mit ihrer normalen Viereck-Auto-Kombo auch gebufft wird. So, und jetzt machen wir mal ihre hübsche Kanone. Die könnt ihr einmal abschießen und C17 ist schon tot, ernsthaft. Wenn ihr trifft, gibt es diese kleine Animation. Ihr könnt sie aber auch aufladen und dann erst abschießen. Wenn Freezer dann nicht gerade ausweicht, gibt es die Animation trotzdem. Ich glaube, das ist die andere gewesen, die andere Rubrien. Ja. Hat er mich gegrabt? Na toll. Was haben wir noch? Wir haben lieblicher Zyklon. Genau das war's. Das war ganz gut. Denn damit könnt ihr auch in einer Combo direkt reinpacken. Und ihr dreht euch die ganze Zeit im Kreis, macht Schaden. Gott, ist die langsam. Also die schnellste. Okay, jetzt haben wir Freezer down. Das wird schon mal eine lustige Parallel Quest, kann ich euch jetzt schon sagen. Cell, bleib mal stehen. Eins. Das ist eine andere Kombo. Dadurch haben wir was anderes. Macht er gerade eine Super Kamehameha oder sah es gerade nur so aus? Nein, sah gerade nur so aus. Und zück und zück und Kanone. Die natürlich nicht getroffen hat, aber die andere Rhi Brienne hat getroffen. Beckett, ja. Also, die ist mega langsam. Was ich aber sehr lustig finde, sind ihre normalen Key-Attacken. Ah, das ist einfach nur Viereck, Dreieck. Sind kleine Herzchen. Und wenn ihr zum Beispiel es auflädt, dann schießt sie ganz viele Herzen auf Cell. Also es ist ein richtiger Troll-Charakter. Tut mir leid, wer hat nach Rhi Brienne gefragt? Aber sie hat einen komplett eigenen Moveset. Und jetzt hat er sie gegrabt, ja. Und ich gehe einfach an ihm vorbei, obwohl ich ihn eigentlich getroffen habe. Eins, zwei. Oh Gott, ich muss das mit diesen. Das war nicht meine Kanone, die getroffen hat. Nein, und ich glaube, meine Buffs laufen gleich aus. Das hat viel zu lange gedauert. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, also, hübsche Kanone, liebe Zitronen, haben wir alles gezeigt. Ich muss sagen, bis jetzt fühlt sie sich sehr merkwürdig an. Was aber auch so ein Ding der ganzen DLCs von Xenoverse teilweise gewesen ist, weil Fu war ja auch ein sehr, sehr anderer Charakter, was nichts Schlimmes ist. Es ist gerade nur so für mich so ein bisschen merkwürdig, halt was von ihr zu zeigen, wenn man so gar nicht auf sie klarkommt. Ich weiß, dass einige ihrer Ulti-Attacken total merkwürdig ist und die aktivieren wir direkt. Ich hoffe, dass mich niemand angreift. Und zwar, liebliche Showtime. Dann gibt es hier eine mega cinematische, und ich weiß nicht ganz genau, was diese cinematische Sache macht. Es dauert nur ewig, aber ich werde, wie es aussieht, sie zu Ende machen können. Ah, das hat mir mega viel Ki und Ausdauer gegeben. Okay, das heißt, wenn ihr das durchziehen könnt, ist es natürlich nicht schlecht. Ja, natürlich. So, nein.
Und jetzt verschwinde und jetzt gibt es gleich die nächste. Das ist nämlich ewige Liebe. Die müsst ihr hoffentlich treffen. Ja, die trifft und die macht auch gar nicht mal so wenig Schaden. Also Rick Rian hat extrem viel, was irgendwie cinematische Sachen aufhört. Und das war nicht schlecht. Das ist ein guter Counter-Move, wenn Mira nicht gerade... Nein! Ja, genau. Ich wollte ihn gerade anstürmen. Schluck meine Herzen, Mira! Block sie am besten. 2, 3, 4. Oh, yeah! Und wieder gebufft. Was auch immer. Oh, muss ich da wieder... Ich hätte wahrscheinlich den wieder beleben müssen. Wo ist sie? Da ist sie. Graben wir sie mal? Nein, die ist verschwunden. Jetzt graben wir sie mal. Nein, wir graben sie immer noch nicht. Oh. Ach, das ist wieder so eine, ich hau die ganze Zeit ab. Okay, sie wurde getroffen. Okay, wo ist denn die andere Person, die ich hier retten könnte? Ich wette, ich brauche das für den Ultimate Finish. Da ist der Dark Chris. Hallo, Dark Chris. Und wenn wir dabei sind, heilen wir mal meine Truppe. Don't give up, Dark Chris. Ich rette dich. Oder so. Ja, danke. Materialobjekt. Der die ganze Zeit nur. Mhm. Das sah aus wie eine Möchtegern C18. So, jetzt machen wir mal Tova platt. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, ich hätte jetzt eigentlich auch meine Ulti einmal nochmal machen können. Kommt mir nur so vor, da haben die Gegner alle immer Ausdauer zum Ausweichen. Wow. Was auch immer das gerade war. Das war die Attacke, die wir kennen, aber trotzdem ein bisschen merkwürdig. Also ab ins nächste. Ich muss sagen, die ist richtig merkwürdig. Und man sieht die ganze Zeit nur, dass die Attribute verstärkt sind, oben links unter ihrem Namen, aber nicht genau, was verstärkt ist. Also sie leuchtet, ich gehe davon aus, mehr Angriffskraft, vielleicht mehr Abwehr, vielleicht auch mehr Key. Man weiß es nicht, wahrscheinlich weiß man es, ich müsste nur nachlesen, aber gerade spiele ich ja wie gewohnt aus dem Nichts. Und jetzt aktivieren wir mal wieder ihre Ulti. Ah, nein, tun wir nicht. Da hatte jemand gerade was dagegen, und zwar Goku Black. Und da hat Zamasu auch was dagegen. Und Goku Black immer noch. Ernsthaft. Hey, hey. Und ab in den Rücken. Yay. Ich bin so toll. Oh, hat er geblockt. Ah, verdammt. Ich hätte schon können, den bin ich ausgewichen. Jetzt habe ich mit den Hintern weggekickt. Ich weiß ja nicht. Ist dieser Charakter tatsächlich ernst gemeint? Wie viel Reichweite hast du? Nicht so viel, wie es aussieht. Hm, dem ist er ausgewichen. Alter, Goku Black, bleib mal bitte stehen. Okay, jetzt ist Kefla down. Ja, Reaktionszeit wie eine Null, die Alte. Okay. Nein. Okay, wo ist die andere? Ich glaube, wird sie gerade von Zamasu zusammengeschlagen? Nein. Oh, nice. Wir haben sie... Und das auch noch hinterher. Okay, dann versuchen wir das mal einmal, dass ich das auch mache, wenn er mich gerade nicht... Doch, ich wusste es. Ich wusste es. Danke, Rebrian, dass du mich selbst rettet. Oder dich selbst rettest. Und Kefla ist schon wieder down. Mm-mm. Wow, die ist mega langsam. So, endlich. Uhuhu. Und wieder damit getötet. Don't give up, don't give up. Wo ist jetzt Zamasu? Da ist Zamasu. Oh, zumindest hat sich C17 ein bisschen um ihn gekümmert. Hallo, C17 konnte gegen Jiren kämpfen. Jetzt ist es aber auch ein bisschen gemein. Zamasu did nothing wrong. Boom. Ah, Kevlar hat ihn gegrabt.
Und die trifft natürlich nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Wenn ich ihn denn treffe, wenn er nicht wieder wegrennt. So, okay. Runter, ist das schon gewesen? Oder haben wir jetzt das Finisher, aber ich kann auch aufladen. Das heißt, der Ultimate-Finisher kommt noch. Yep. Okay, nee, doch nicht. Ich wollte ganz sagen, dafür war ich viel zu schlecht. Also, Ribrian gefällt mir persönlich nicht wirklich. Aber wie gesagt, erstes Mal mit ihr wirklich gespielt. Ihre Attacken sind merkwürdig. Man weiß nicht ganz genau, was die Boosts sind. Ich finde es aber cool, dass die ganzen einzelnen Autokombos, nenne ich sie einfach mal, auch verschiedene Boosts hier geben. Das ist echt nicht schlecht. Wir haben nichts Besonderes bekommen und somit soll es das für dieses Video gewesen sein. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, ob ihr wollt, noch die anderen Parallel Quests sehen wollt, ob ich sie zeigen sollte. Es gibt noch drei, die bei dem Ultra Pack 1 mit dabei sind. Würde ich dann wahrscheinlich eher mit meinem Custom Character und dann vielleicht die Super Saiyan Blue Evolution Verwandlung für den Custom Character zeigen und dann ein bisschen dann auch mit Kombos so ein bisschen strukturierter als mit diesen Charakteren, die ich so gar nicht kenne. In diesem Sinne freue ich mich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Xenoverse 2 Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.